Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C# programmieren wir und wir sind bei Methoden. Nun, wir haben so einen Rechner und ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, wenn ich das ganz natürlich eingeben könnte. Das heißt, einfach die Zahlen eingeben, dann plus eine andere Zahl und so weiter. Dazu können wir nicht Readline verwenden. Readline beendet mit einem Enter. Ich möchte nach der Zahl kein Enter eingeben, kein Return, kein Enter. Ich möchte zum Beispiel Plus, Minus, ich möchte die Operation eingeben und Enter, dann soll ich es ausrechnen. Okay? Das möchte ich machen. Nun, ich werde mir also eine Methode schreiben, wie ich aus einzelnen Keys, die ich einlese, eine Zahl zusammenbastle. Ja? Das ist das, was ich machen will. Hier habe ich das Programm, unser Rechnerprogramm von, weiß nicht wann das gewesen ist, vor ein paar Videos. Nun, wir müssen diesen Umbau machen, weil ich möchte diese Methode in meiner Klasse Programm definieren und nicht einfach irgendwo, weil sonst rennen wir wieder vielleicht in ein Problem hinein. Also, was haben wir jetzt gesagt? Was ist das Erste? Das Tester weg. Ja. Dann brauchen wir einen Header. Ja, haben wir auch gesagt. Programm, Rechner, Datum, 20.06.2022, History, 20.06.2022, Version 1.0, Rechner, Basisversion. Wir haben keinen Header. Haben wir gesagt, sollen wir machen? Passt. So, und jetzt haben wir Namespace, Rechner. Dann haben wir Class Program, haben wir gesagt. Okay. Und dann haben wir Static Void Main String. So schaut das aus. Ups. So schaut das aus. Das ist unsere Struktur, unsere innere, und da kopiere ich das jetzt einfach mal rein. Ja. Weil es wired wird. Steuerung X, Steuerung V. So, also es sollte jetzt eigentlich nach wie vor genauso gehen. Schauen wir uns das an. Machen wir starten. Bitte um die erste Zahl, 12, 12, 12, 15, 15, addieren, 78, stimmt das, das sind 36, das sind 12 und 12 sind 24 und 12 sind 36 und 30, hm. 12 und 12 sind 24 und 12 sind 36 und 15 sind 41, 51, 78, das ist ja Blödsinn. Kommt der Blödsinn raus? Na, das schauen wir uns an. Das schauen wir uns an. Wir lesen jetzt auf alle Fälle ach so, weil das Ergebnis unter Umständen nicht 0 ist. Gehen wir uns das nochmal. 12 und 12 und 12 und 12 und 12 plus 72. Plus mit 15. 30, 45, 60, 75. 90. 15 zu viel. Einer wird zu viel addiert. Achso, sehr logisch. For each Zahl in Zahl. Ergebnis ist gleich 0, muss ich da schreiben. 0. So funktioniert das.
Jetzt müsste es passen. Schau, aber ein Fehler noch drin. 15, 15, 15, 15, 15 plus 75. Passt. Jetzt rechnen Sie mal richtig. Jetzt können wir loslegen. Jetzt mache ich eine Methode. Und zwar eine Methode, die soll so rückliefern int. Und wie nenne ich die? Static soll sie auch sein. Wie nenne ich diese Methode? Zahl einlesen. Klammer auf, Klammer zu. Brauche nichts. Ja. Und ich möchte eben eine Zahl einlesen, und zwar mit den Keys einfach nur. Pass auf, int result ist gleich 0. Ja, das kann ich gleich nehmen, das interessiert mich. Dann brauche ich nur ein Character. Das nenne ich Taste. Und das lesen wir genauso wie hier unten irgendwo. Console read key. Keycher, also eine Taste lesen wir ein. Ja. Und dann sage ich while. Jetzt pass auf, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Weil ich wandle jetzt die Taste in eine Ganzzahl um. Das heißt, da in dieser Ganzzahl ist jetzt nur der Code der Taste drinnen. Und ich will ja nur Zahlen zwischen 0 und 9. Ja? Und zwar ziehe ich von der Taste vorher noch das Zeichen 0 ab. Warum mache ich das jetzt, um Gottes Willen? Warum habe ich das jetzt gemacht? Es ist so, dass diese Codes nach der Reihe sind. Der Nuller hat dann einen Code, der 1 hat den nächsthöheren Code, 2 den nächsthöheren, der 3 hat den. Und wenn ich jetzt praktisch vom Code des Nullers den Code des Nullers abziehe, kommt genau 0 raus. Wenn ich vom Code des 1ers den Code des Nullers abziehe, kommt genau 1 raus. Und so kann ich das machen, dass ich einfach sage, okay, die Taste minus der Code der Taste, die eingegeben wurde, minus der Taste 0, ja, das muss größer gleich 0 sein. Außerdem brauche ich nur eine zweite Variante, weil es muss ja nicht nur größer gleich 0 sein, sondern ich sage und kleiner gleich 9. Dann ist es eine Zahl. Ja. Und was mache ich dann eigentlich? Dann sage ich result ist gleich result mal 10. Ja, ich habe die nächste Zahl praktisch eingegeben, jetzt der restliche, alles was ich eingebe, wenn ich zum Beispiel einen 1er eingegeben habe und dann einen 2er, muss ich den 1 mal 10, dann ist 10, weil dann ist es ja 12 und plus genau das int Taste minus 0. Und dann machen wir wieder Taste. Das ist gut. Und dann am Schluss machen wir Return Result. Jetzt haben wir praktisch jetzt lesen wir das ein. Das ist cool. Und mit jeder anderen Taste, wie zwischen 0 und 9, breche ich das ab, weil dann bin ich jetzt nicht mehr zwischen 0 und 9. Jetzt brauche ich da nicht das Readline, sondern kann sagen, Zahl einlesen. Passt. Jetzt sollte es nach wie vor genauso funktionieren. Wann ich meine Zahl, zweite Zahl, dritte Zahl, vierte Zahl, fünfte Zahl. Plus. Okay, funktioniert nach wie vor. Passt die Rechnung diesmal?
150, 185, 190, 230, 245. Na schau, jetzt passt. Das funktioniert noch nicht optimal. So, jetzt kann ich also das einlesen. Was mich jetzt aber nur interessiert, ja, ist an und für sich, ja, wie ist denn das abgebrochen? Ich habe ja gesagt, ich will entweder ein Plus eingeben, ein Minus oder ein Enter oder so irgendwas. Wie ist denn das abgebrochen worden? Ja, was war denn der Grund? Was war denn der Grund, dass ich aus dieser Weilschleife da herausgekommen bin? Ich meine, ich bin mir sicher, es war ein Kataster zwischen 0 und 9. Aber war es ein Enter, war es ein Plus, war es ein Minus? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Deswegen, was macht man da deswegen? Ja, wir müssen da irgendwie die Information noch rausbekommen. Die Information, mit welcher Taste abgebrochen wurde. Und jetzt liefert die Funktion oder die Methode liefert ja schon eine Zahl zurück. Wie kann ich eine zweite Sache zurückgeben? Das kann ja sein. Also jetzt wollen wir praktisch, in dieser Methode entstehen zwei Informationen, die möchte ich dem Hauptprogramm oder dem Aufrufer mitgeben. Wie geht denn das? Ich kann ja dann nicht einfach eine schreiben, da, wenn man ja da eine schreibt, was nicht, char, opcode, operation code, opcode ist gleich Taste, dann ist im opcode genau das letzte drin, aber das kann ich nicht einmal übersetzen, also kann ich das übersetzen? Nein. Achso, da. Da kann ich Operation nehmen. Dann brauche ich auch noch für sich das da unten nicht einlesen. Also, nicht zugewiesene. So, jetzt funktioniert. Das cast und auf char, dass er sich da nicht aufregt. Und jetzt, was ist bitte erste Zahl? 12, 12, 12, 12, 12 plus. Unbekannte Operation 0. Schau, 0, da steht 0 drin. Ja, da steht 0. Das ändert sich ja nicht. Da habe ich 0 zugewiesen. Ja. Wie kriege ich das raus? Das ist ja eine Eingabe in diese. Das geht ja nur eine. Das kann ich da drin, kann ich machen, was ich will. Kann ich machen, was ich will. Das kommt dann gar nicht retour. Kann ich zwar was zuweisen, aber außen ändert sich nichts. Gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man diese Übergabeparameter in eine Funktion hineinbringt. Das wollen wir uns ansehen. Das wollen wir uns ansehen, das schauen wir uns auf ein blaues Papier an und dann werden wir sehen, ob da vielleicht etwas Passendes für uns dabei ist. Also jetzt haben wir zumindest da eine dieser Blödsinn, das lösche ich wieder weg. Jetzt haben wir zumindest eine Methode geschrieben, mit der wir das einlesen können. Und da schau, weil ich das unter Dings gesetzt habe, unter Kommentar gesetzt habe, jetzt funktioniert es wieder haargenauso wie vorher. Ja. Nächstes Mal verschiedene Übergabemethoden in eine Methode. Verschiedene Varianten der Übergabe in eine Methode. Das klingt vielleicht, vermeide ich die Wortwiederholung. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.